Ich weiß nicht, ob John eine Idee hat? Wir müssen unsere Deduktionsaufzeichnungen vervollständigen, Holmes. Ja, das stimmt. Ich finde ja auch diesen Strich hier, aber das ist ja eigentlich nur das Licht, ne? Da ist ja... Dieser Stuhl wurde verstellt. Müssen die Deduktionsaufzeichnungen vollständigen. Die Deduktionsaufzeichnungen. Oh. Ach, so funktioniert das. Moment. Moment. Das passt. Aber mit er wollte etwas verstecken, glaube ich. Aber aber kein blastendes Foto. Es war ja kein Foto, was da reingeworfen wurde. Der Journalist wollte dieses Buch seinem Besucher geben. Ja, aber dann wäre es nicht runtergefallen. Der Journalist wollte auf dieses Buch aufmerksam machen. Das kann ich mir eigentlich schon vorstellen. Dann, das Blatt ist nicht komplett verbrannt. Der Journalist wollte dieses Blatt loswerden. Und... das Buch des Journalisten saß auf diesem Stuhl. Muss es irgendwie einen Kreislauf geben oder so? Ach so, wir müssen... Ah, Moment, 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 Moment. Moment, Moment, Moment. Es geht ja um die Reihenfolge. Das heißt, wir gehen mal davon aus, so, der Besucher war ja schon da. Wir gehen mal davon aus, dass wir zuerst mal eins haben. Der Journalist wollte dieses Blatt loswerden. Das ist eins. Danach wollte... Also danach war einmal der Journalist zufällig hier fallen. Der Stuhl wurde verrückt. Und vier ist dann der Journalist... Der Besucher des Journalisten raucht eine Zigarre. Ach nee, warte mal, das muss ja dann vier sein. So. Es stellt sich die Frage, wann... Moment, gar nicht. Nee, das passt nicht. Das kann es nicht sein. Was können wir hier ausschließen? Der Journalist saß auf seinem Stuhl. Dann... Ob das Bett aus Versehen ins Feuer? Wollte... auf das Buch aufmerksam. Nee, das geht nicht. Stammt nicht aus dem Bücherschrank? Doch, das stammt aus dem Bücherschrank. Das heißt, drei können wir hier auf jeden Fall ausschließen. Sechs können wir auch ausschließen. Es gibt ja auch nur... Warte mal, es gibt hier doch auch nur vier. Das heißt, es kann nur zwischen... Okay, was davon ergibt Sinn? Der Journalist saß auf seinem Stuhl. Der Journalist stieß an den Stuhl, als er durch das Zimmer eilte. Nein. Der Besucher des Journalisten saß auf diesem Stuhl. Ja. Das passt. Das heißt, hier kannst du noch 1, 2 und 4 sein. Der Besucher des Journalisten raucht eine Zigarre. 1. Und jetzt entscheidet sich hier zwischen 2 und 4. Der Journalist wollte auf dieses Buch aufmerksam machen. Und hier dann 4. Das passt nicht. Wieso passt es nicht? Aber hier ist auch noch... das heißt, hier muss vermutlich noch... Aber wir wissen ja nicht... wie wir an diese Zettel rankommen. Und wir haben auch nichts übersehen. Deswegen bin ich... Jemand hat vor kurzem... Na, jemand... Oh, Moment, Moment, Moment. Ich will mal kurz so. So rum, so. Irgendwas müssen wir doch hier übersehen haben, oder? Ich meine, es ist ja doch nicht umsonst. Aber das Problem ist, wir können da ja wirklich nichts machen. Wir können... Das kann ich nicht. Ja, D bis das F. Das sind unzählige Dokumente. Ja.
Das kann ich nicht. Was ist hier? Hier ist nur schließen. Nein, das ist nicht nötig. Aber ich verstehe es nicht. Das kann ich. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Das sind uns. Das bringt auch nichts, wenn ich irgendwas Unterschiedliches das ausrüste. Nein. Das kann ich. Können wir nicht? Moment. Nur, ach Mann, was mache ich denn hier oben? Können wir nicht den Schlüssel nehmen? Die Schlüssel können wir nicht nehmen. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Okay, hier ist halt nur... Ich kann jetzt nicht gehen. Das war schon klar. Irgendwie... Also irgendwas... Stimmt da doch nicht. Das sind uns. Wir wissen halt nicht, wonach wir suchen müssen. Das heißt, wir müssen es vermutlich so machen, dass wir... Warte, wo war es hier? Dass wir darauf kommen. Das heißt, wir haben hier bei 4, hatten wir jetzt... Also was haben wir? Jonas warf dieses Bild absichtlich ins Feuer. Warte, was haben wir denn als... Moment. Die Zeitungsartikel und die Van Farley. Verkohltes Blatt. Statt ihn noch heute einen Besuch ab, vernichten Sie diesen Brief. Also, der Journalist wollte dieses Blatt loswerden. Loswerden. So. Eins, dann zwei. Der Journalist wollte auf dieses Buch aufmerksam machen. Vielleicht der Journalist braucht Informationen aus diesem Buch. Der 3 und dann hier. Nee, das passt nicht. Oh nein, verdammt, das wollte ich gar nicht so. Nee, das passt auch nicht. Also hier passt nur 1 oder 4. Eins, zwei. Das glaube ich nicht. Der Jonas wird dieser offensichtlich ins Feuer. Ich bin verwirrt. Also hier passt das auf jeden Fall nicht. Und das passt auf jeden Fall nicht. Es war auf jeden Fall jemand anwesend. Dann, der Journalist stieß an die Schuhe, als er durch das Zimmer eilte. Das glaube ich nicht. Der Journalist saß auf eine Schuhe. Okay, eins ist ausgeschlossen. Das heißt, hier muss 3 hin. Dann hier passt nur noch 2 oder 4. Der Journalist wollte auf dieses Buch aufmerksam machen. Der Journalist braucht Informationen aus dem Buch. Wenn ich hier 4 nehme und hier dann 2. Das kann nicht sein. Dann verschieben wir das mal. 2 und 4. Das geht aber auch nicht. Wieso nicht? Mann, come on. Dann machen wir hier draus mal 4. Und daraus 1. Das passt. Ey, das gibt's doch nicht. Ich schaue mir mal nochmal die Aufzeichnungen an. Da. Blub. Also. La. Da. Wir haben ja ganz viele Notizen.
Nach dem Besuch von Presseausweis. Notiz zum vollen Schreibtisch. Aufbereiten D bis F. Notiz von Farley. Fotografie, verkohltes Blatt. Ich bin sowas von verwirrt gerade im Moment. Ich habe echt keine Ahnung. Was? Das kann ich nicht tun. Das kann ich. Das kann ich. Wieso wird mir ABC angezeigt? Jetzt wird mir GHI angezeigt. Das kann ich. Okay, das heißt, es ist wohl random. Random. Das ist bestimmt random. Ich bin verwirrt. Oh, cool. Ich bin echt verwirrt. Ich bin sowas von verwirrt. Direktionsbüro des Journalisten. Was haben wir verpeilt? Wir müssen herausfinden, was er als letztes gemacht hat. Eigentlich müsste das letzte sein. Der Besucher des Journalisten saß auf diesem Stuhl. Was passiert eigentlich, wenn ich so und dann 5 mache? Ach, das geht auch. Das heißt, ich könnte theoretisch auch 6, 5, 4 und dann hier 3 machen. Praktisch. Der Besucher des Journalisten saß auf diesem Stuhl. Ist eigentlich naheliegend. Drei, vier, fünf. Na, das wohl eher nicht. Das kann weg. Das kann weg. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Es passt einfach gar nichts. Egal, was ich mache, es passt nichts. Moment, ich glaube. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es damit zusammenhängt, dass wir dass wir erstmal das hier alles lösen müssen, damit wir daran kommen. Also könnte ich mir eventuell vorstellen, weil ich habe sonst keine Ahnung, wie ich das da lösen soll. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und es ist mir jetzt ehrlich gesagt auch Schnuppe. Moment. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, jetzt die ganze Zeit irgendwie rumzuprobieren. Deswegen werde ich jetzt ganz böse sein und äh,
das tun, wozu das Internet eigentlich unter anderem gemacht ist. Und zwar werde ich es cheaten. Es ist super leid, das zu machen, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich wirklich irgendwas übersehen oder sonst was und wir müssen wirklich erstmal die Sache hier klären. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen, aber dann weiß ich wenigstens, ob ich da wirklich erstmal den Aktenschrank irgendwie öffnen muss oder ob es so geht. Aber ich habe echt keinen Plan. Ich hoffe, ich stelle mich jetzt nicht wirklich so total bescheuert an oder so. Aber dadurch, dass man eben hier auch noch 5 und 6 ankreuzen kann und die sich trotzdem auch verbinden können und so, macht das Ganze jetzt nicht gerade einfacher. Rekonstruieren Sie Falls Aktion direkt vor der Ankunft von Holmes und Watson. Ja. Das heißt, eigentlich muss man ja mit 1 anfangen. Und dann ist es ja eigentlich naheliegend, dass er zuerst den Zettel. Also eigentlich müsste ja zuerst das passieren. Ich müsste zuerst Dingsbums. Eigentlich müsste ja zuerst Moment. Das sind unzählige Dokumente. Moment. Diese blauen Flecken stammen von einem alten Farbband für Schreibmaschinen. Dieses Dokument wurde erst vor kurzem herausgenommen. Ernsthaft? Ich habe jeden einzelnen Zettel angeklickt und es hat nichts geholfen. Oh, Karteikarte von Farleys Sekretärin. Prinz Woodville. Eng verwandt mit dem Königshaus, darf seit kurzem den Titel Prinz tragen, nachdem ein Ausschuss aus Experten und Repräsentanten des Königshauses Nachforschungen angestellt hatte. Genießt beim Gemeinvolk ein hohes Ansehen. Oh, das war mein Handy, tut mir leid. Engagiert sich für wohltätige Zwecke. Suppenausgabe an die Bedürftigen im Stadtteil Whitechapel. Finanziert eine Kampagne zur medizinischen Versorgung und zum Verteilen von Decken. Oh, wie lieb. Bezeichnet sich selbst gerne als populär, seine Kritiker bevorzugen jedoch den Begriff Populist. Intelligent, gepflegte Umgangsform, jedoch leicht reizbar, wenn taktlose Journalisten seiner Ansicht nach unangebrachte Fragen stellen. Ja, die werden es wohl wissen. Auf dem Dokument befinden sich Fettflecken. Sie stammen vom Journalisten. Ganz offensichtlich stellt er auch Nachforschungen über Prinz Woodville an. Wie machen Sie das nur? Holmes, sehen Sie. Wenn man den Vorhang ein bisschen zur Seite zieht, sieht man auf die Straße.